seien P1 und P2 zwei Punkte der Ebene und A eine streng positive Zahl. Bestimme den Ort der Punkte P der Ebene so, dass das Verhältnis der Distanzen von P zu P1 und P2 die Zahl A ergibt. Bestimme die Art des Ortes. Am Anfang haben wir zwei Punkte P1 und P2 und eine Zahl A streng positiv. Wir wählen das orthonormierte Bezugssystem so, dass P1 als Koordinate 0, 0 hat und P2 als Koordinate 1, 0 hat. Ein Punkt P mit Koordinate XY ist Element des geometrischen Ortes, den wir suchen, dann und genau dann, wenn der Abstand zwischen P und P1 geteilt durch den Abstand zwischen P und P2 die Zahl A ergibt. Da unser Bezugssystem orthonormiert ist, findet man die Distanz zwischen zwei Punkten durch die Quadratwurzel von Differenz der Abszissen im Quadrat plus Differenz der Ordinaten im Quadrat. Also hier der Abstand zwischen P und P1 wird berechnet durch die Quadratwurzel von Abszisse x minus Abszisse 0 im Quadrat plus Ordinate y minus Ordinate 0 im Quadrat. Diese Distanz PP1 ergibt also die Quadratwurzel von x² plus y². Die Distanz zwischen P und P2 wurde hier sofort rechts rübergesetzt, wo sie multipliziert, und diese Distanz zwischen P und P2 finden wir durch die Quadratwurzel von Abszisse x minus Abszisse 1 im Quadrat plus Ordinate y minus Ordinate 0 im Quadrat. Und somit finden wir diese Gleichung, die wir sofort beidseitig im Quadrat erheben. Vorsicht, wir vergessen das Doppelprodukt nicht. Jetzt multiplizieren wir diese Klammer mit a². Das heißt, wir verteilen a² auf diese Klammer. So finden wir diese Gleichung. Und jetzt setzen wir alle Termen auf dieselbe Seite vom Ist-Zeichen. Dann haben wir a² x² minus 1 mal x², also a² minus 1 mal x². Dasselbe für diese zwei Termen in y². Das ergibt a² y² minus 1y², also a² minus 1 mal y². Die zwei anderen Termen wurden einfach abgeschrieben. Wir finden also für unseren geometrischen Ort, den wir suchen, diese kartesische Gleichung. Also ein Punkt P gehört zum geometrischen Ort, den wir suchen, dann und genau dann, wenn seine Koordinate xy diese Gleichung erfüllt. Diese Gleichung sieht aus wie eine Kreisgleichung, weil x im zweiten Grad ist, y auch, und die Vorzahlen von x² und y² sind gleich. Das kann aber nur dann ein Kreis sein, wenn diese Vorzahl verschieden ist von 0. Die zwei a-Werte, für die a² minus 1 0 ergibt, sind minus 1 und 1. Aber durch die Hypothese wissen wir, dass a
streng positiv sein muss, also kann a nicht minus 1 sein. Deshalb ist 1 der einzige Nullwert von a² minus 1. Also schauen wir im ersten Fall, wie die Gleichung aussieht, wenn a 1 ist. Wir lesen 0 mal x² plus 0 mal y² minus 2 mal 1 im Quadrat mal x, also minus 2x plus 1 im Quadrat, also plus 1 gleich 0. In dem Fall, wo a 1 ist, hat der geometrische Ort, den wir suchen, als kartesische Gleichung minus 2x plus 1 gleich 0 oder auch 2x minus 1 gleich 0. Das ist die kartesische Gleichung von dieser senkrechten Geraden, die den Mittelpunkt der Strecke P1, P2 enthält. Das ist ja die Gleichung x gleich ein halbes. Und demzufolge, im Fall, wo a 1 ist, ist der geometrische Ort die Mittelsenkrechte dieser Strecke P1, P2. Im zweiten Fall, wo a verschieden ist von 1, ist a² minus 1 nicht 0. Also dürfen wir diese Gleichung teilen durch a² minus 1. In dieser Gleichung sehen wir einen x²-Term und einen x-Term. Wir nehmen hier die quadratische Ergänzung vor, indem wir das Quadrat von der Hälfte der Vorzahl von x addieren. Also müssen wir dieses Quadrat auch sofort wieder subtrahieren, um an dieser Gleichung nichts zu ändern. Warum haben wir das gemacht? Weil diese drei Termen zusammen das Quadrat von x minus a Quadrat auf a Quadrat minus 1 bilden. Y Quadrat schreiben wir so, y minus 0 im Quadrat und alles andere setzen wir rechts rüber, wo wir dann noch a Quadrat auf a Quadrat minus 1 ausklammern können. Zwischen Klammern bleibt diese Subtraktion zu berechnen. Wir machen diese zwei Brüche gleichnamig und subtrahieren die Zähler. Somit wird dieser Bruch zu diesem. Rechts finden wir also a Quadrat geteilt durch a Quadrat minus 1 im Quadrat. Somit haben wir effektiv die kartesische Gleichung eines Kreises gefunden, denn diese Zahl ist positiv. Wir erkennen, das Zentrum des Kreises hat als Koordinate a² auf a² minus 1 0 und als Radius die Quadratwurzel von diesem Bruch, das heißt a geteilt durch den Betrag von a² minus 1, also so. Wir haben also herausgefunden, wenn a gleich 1 ist, dann ist der geometrische Ort die Mittelsenkrechte der Strecke P1, P2 und wenn a verschieden ist von 1, dann ist der geometrische Ort der Kreis mit Zentrum a² auf a² minus 1, 0 und mit Radius a geteilt durch Betrag von a² minus 1. Mit diesem Kursor kann ich den Wert von a einstellen. Im Moment ist a 1,16, a ist also verschieden von 1 und somit ist der geometrische Ort dieser Kreis. Jetzt erhöhe ich den Wert von a und wir sehen, der Kreis wird kleiner. Wenn ich den Wert von a verkleinere, dann wird der Kreis größer
Jetzt steht A auf 1,01. Wir erkennen immer noch einen Kreis. Und wenn ich jetzt den Wert von A auf 1 stelle, dann sehen wir effektiv als geometrischen Ort die Mittelsenkrechte von dieser Strecke P1, P2. Jetzt stelle ich A kleiner als 1 ein und wir sehen, wieder ist der geometrische Ort ein Kreis.